Hey yo, Leute, ich muss wieder. Dragon Thomas Jones und heute gibt es Rätsel. Also los geht's. Eine Frau im Haus, der Postbote kommt, sie macht nicht die Tür auf wie immer sonst. Er ahnt Böses und dann ruft er die Polizei. Die Polizei kommt. Dann gehen die beiden ins Haus rein und der Polizist findet die tote Oma im Sessel sitzend. Und es gibt drei Personen, die sie regelmäßig besuchten. Der Postbote sagt, er hat mal die Post gebracht. Die Enkelin hat gesagt, sie hat mal ihre Oma besucht. Die Putzfrau hat gesagt, sie hat mal geputzt. Es gibt nur drei Tatverdächtige. Wer ist es? Briefträger, Enkelin oder Putzfrau? Ich weiß nicht, wer ist jetzt Putzfrau? Das Haus ist so dreckig. Sie lügt, dass sie zweimal geputzt hat die Woche. Alles klar. Ellen wohnt in einer Villa und Leute dienen dort. Und eines Tages kam er nicht nach Hause und seine Freundin der Frau hat was Böses geahnt. Sein Leich war im Dornbusch, wie man hier jetzt sieht. Es wurden Leute befragt, die dort dienen. Liz, das Dienstmädchen, Jane, die Ehefrau, Joe, der Gärtner, Dan, der Butler. Wer ist der wahre Mörder? Lisa, das Dienstmädchen. Jane, die Ehefrau. Joe, der Gärtner. Dan, der Butler. Ich weiß nicht, wer es war. Ist. Dan, der Butler. Er hat sich den Finger geschnitten bei einem Dornbusch, als er die Leiche ablegte. Alles klar. Eine Person wurde in ihre Wohnung gebracht. Es gibt keine Hinweise, aber irgendein Hinweis müsste es doch geben. Ja, errate meinen Namen, das ist der einzige Hinweis. Sad Ted oder Stan? Einer von denen ist der Mörder. Ich weiß nicht wer. Schlafzimmer, Toilette, Dachboden, Eingang. Wer ist es? Seth? Ah. Mike wollte einen schönen Tag am Strand verbringen, Mexiko, und hat sein Ticket verloren, weiß nicht mal welcher Bus es ist. Nummer 5 Skisachen, also zum Norden, Nummer 11 Kanada, Nummer 8 Mexiko. Ja? Ja? Ja, ich wusste es. Acht Mexiko. Geiseln werden im Haus festgehalten. Das Telefon klingelt. Sie darf den Telefon annehmen, aber nicht den Vorfall melden. Sie sagt, hallo Mama, brauchst du Hilfe? Ich bin zu Hause und gehe bald ins Bett. Wenn es kein Notfall ist, kann ich dich später anrufen. Und den Rest seht ihr. Dann kam die Polizei. Wir hatten Nina um Hilfe gerufen. Sie hatte stumm geschaltet, außer die Worte Hilfe, zu Hause Notfall anrufen. Ja. Drei Freunde sind im Käfig gefangen. Bei einem ist ein Eisblock, beim zweiten heißdampfendes Wasser und beim dritten ganz schön verschlossen von oben. Aber der Schlüssel hatte Käfig Nummer 1, das mit dem Eisblock. Also für mich wäre es so, dass der Eisblock schmelzte, herauskommen kann, wenn Nummer 2 das Wasser verdampfte, Nummer 3 der Käfig geöffnet werden kann von Nummer 1, der den Schlüssel hat. Hab ich doch gesagt. Ah ja, und dann kann das Mädchen schwimmen, weil sie nur die Einzige ist und ihre Freunde retten. Hab ich doch gesagt. Drei Rätsel gelöst. Ich bin super. Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Bitte abonniert meinen Kanal. Like das Video. Ich bin Jones. Tschüss.